Jetzt hat Russland ja mit Ostseemanövern begonnen, einen Tag nach der NATO. Ist das mehr als nur reine Routine? Also Routine ist in unseren Tagen natürlich sowieso nichts mehr. Alles hat eine politische und symbolische und am Ende auch strategische Bedeutung. Es ist völlig klar, dass die NATO versucht, die Kampfbereitschaft in der Ostsee zu erhalten und deutlich zu machen, dass es hier keine Übergriffe geben darf. Auf der anderen Seite übt die NATO natürlich auch einen gewissen Druck aus, sodass Russland sich darüber im Klaren sein muss, dass man nicht mehr Reserven aus diesem Gebiet abziehen kann, um sie dann in der Ukraine zu verwenden. Sie haben ihre Truppen in Kaliningrad und in Pskov und in anderen Gebieten im baltischen Raum sowieso schon ausgedünnt. Und ich glaube, das wird ihnen nicht mehr erlaubt sein, mehr Kräfte dort abzuziehen. Und das ist ja auch ein Zeichen der NATO. Wir müssen aufpassen, dass es hier nicht zu Zwischenfällen kommt, die eskalieren. Das ist, glaube ich, im Moment das Gebot der Stunde. Es gilt immer noch das Wort des Bundeskanzlers, und das wird ja auch vom amerikanischen Präsidenten Biden geteilt und von anderen Staatsführern, dass die NATO nicht in einen Konflikt mit Russland hineingezogen werden darf. Aber natürlich wird die Gefechtsbereitschaft aufrechterhalten und ein deutliches Zeichen auch der Abschreckung gesendet. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne, Herr Simon. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.